Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Qualin-Video. In diesem Video will ich die Services zum Einfügen, Ändern und Löschen von Daten realisieren. Ich habe mich dazu entschieden, als erstes das Löschen eines Buchs zu realisieren, weil das der einfachste Fall ist. Wie immer kommt zuerst die Planung, wo ich mir also genau überlege, was soll dieser Service tun, wie rufe ich ihn auf. Der wesentliche Unterschied zum Lesen eines Buchs ist die HTTP-Methode. Ich wähle hier Delete. Ich habe wiederum einen Query-Parameter, die UUID. Dieser Service soll keine Daten zurückgeben. Entsprechend das Datenformat wähle ich einfach einen Text. Bevor ich den Source Code realisiere, erstelle ich mir einen neuen Request im Postman. Ich füge die URL ein. Die Methode ist hier Delete und der Pfad ist ebenfalls Delete. Die Umsetzung erfolgt in der Klasse BookService. Wie schon gesagt, HTTP-Methode Delete, der entsprechende Pfad. Und bei Produces gebe ich jetzt Text Plain an. Wie schon gesagt, ich will keine JSON-Daten senden, sondern im Wesentlichen einen leeren String. Die Methode hat einen Query-Parameter mit dem Schlüssel UUID. Das soll in der Variable BookUID gespeichert werden. Ein Blick in den Data Handler zeigt mir die Methode DeleteBook. Diese erwartet eine BookUID und gibt das Return-Wert True oder False zurück. True würde bedeuten, das Buch wurde erfolgreich gelöscht. False tritt dann auf, wenn kein Buch mit dieser UUID existiert. Ob das Löschen des Buchs erfolgreich war oder nicht, soll mein Service über einen HTTP-Status an den Client zurückgeben. Dazu deklariere ich hier diese Variable HTTP-Status, initialisiere sie mit 200 und rufe nun DeleteBook auf. Prüfe dabei, wenn es nicht erfolgreich war, dann setze ich entsprechend den Status 410. Nun muss ich nur noch das Response-Objekt als Return-Wert erstellen. Gebe die HTTP-Status-Variable als Status mit. Entity, ein leerer String. Und zuletzt Build. Natürlich ergänze ich direkt auch die JavaDoc-Beschreibung für diese Methode. Und kann nun diesen Service austesten. Gehe also im Postman, führe meinen Test aus, sehe hier Status 200 und ich schaue nun in meiner Datei Books.json. Die wurde offenbar verändert. Sie sehen, das Buch wurde gelöscht. Wenn ich jetzt diesen Test nochmal durchführe, müsste ich eigentlich entsprechend Status 410 erhalten, weil jetzt das Buch weg ist. Damit ich Tests wiederholen kann, habe ich mir hier Backups erstellt all meiner Files. Dann kann ich die jederzeit wieder auf den Originalzustand zurücksetzen. Das ist vor allem jetzt, wo wir beginnen, die Daten zu verändern, natürlich entscheidend. Als zweiten Service realisiere ich das Einfügen eines Buchs. Die HTTP-Methode ist hier Post. Post wird verwendet, um neue Elemente zu erstellen. Und ich habe einige Formularparameter. Das bedeutet, Titel, Autor, Publisher etc. werden nicht als Teil der URL, sondern im Datenteil des Requests übermittelt. Wiederum erstelle ich zuerst in Postman meinen Testfall.
wähle hier die entsprechende HTTP-Methode aus und gebe die URL meines Services an. Die Daten eines Buchs werden nicht in der URL, sondern im Datenteil des Requests übermittelt. Deshalb wähle ich hier den Reiter Body an und gebe jetzt hier mit XWW-Form URL encoded an, wie die Daten übertragen werden und dann jeweils als Key-Value-Paare die Angaben zu meinem Buch, ähnlich wie ich es unter Params für die Query-Parameter mache. Nun geht es an die Umsetzung des Requests. Wie immer die entsprechende Annotations für HTTP-Methode, Pfad und welche Art von Daten ich an den Client zurücksende. Dann definiere ich die Java-Methode. Ich verwende die Annotation addForm-Param, um zu kennzeichnen, dass diese Parameter im Teil des Datenteils des Requests sind, wird aber genau gleich eingesetzt wie QueryParam, also in den runden Klammern den Schlüssel, danach die Java-Variable, die den entsprechenden Wert aufnimmt. Ich habe das hier kurz offscreen vervollständigt. Um ein Buch einzufügen, brauche ich ein neues Book-Objekt und in dieses übertrage ich nun die verschiedenen Werte. Book-UUID soll eine neue, zufällige UUID sein. Alle weiteren Attribute werden aus den entsprechenden Parametern, die ich oben definiert habe, abgefüllt. Ein Blick in den Data Handler zeigt mir die InsertBook-Methode. Sie sehen, die erwartet ein Buch. Return-Wert ist void. Entsprechend kann ich jetzt diese Methode hier aufrufen. Das Response-Objekt als Return-Wert definieren. JavaDoc ergänzen. Ja, und jetzt kann ich Applikation neu starten und meinen Test durchführen. Sehen, der war erfolgreich. Und ich überprüfe meine Datei. Ich sehe ganz unten das neue Buch, das eingefügt wurde. Somit ist auch das Einfügen abgeschlossen. Als letztes zeige ich noch die Methode zum Einfügen eines Buchs. Dabei habe ich alles eigentlich schon vorbereitet. Sie sehen hier den Request, um das Updaten zu prüfen. Diesmal ist die Methode Post. Im Gegensatz zum Insert muss ich hier auch die BookUUID als Parameter mitgeben, da ich ja das Buch identifizieren will, das ich aktualisiere. Ebenfalls habe ich hier einen Request für ein Update, der nicht funktioniert, weil die BookUUID unbekannt ist. Im Source Code sieht das Ganze sehr ähnlich aus wie beim Insert. BookUUID ist jetzt ein weiterer Formparam. Die Logik der Methode ist so aufgebaut, dass ich zunächst das Buch lese mit ReadBookByUUID. Wenn das nicht null ist, also das Buch gefunden wurde, übertrage ich die Parameter aus dem Request in die entsprechenden Attribute und rufe UpdateBook auf. Falls das Buch nicht gefunden wird, setze ich den HTTP-Status 410. Diesen Status übergebe ich dann als Teil der Response an den Client. Natürlich werde ich auch diesen Request jetzt gleich testen.
Status 200 zeigt mir an, dass es erfolgreich war. Und in der Datei books.json sehe ich das veränderte Buch, auch den zweiten Request mit der unbekannten Book UID teste ich und erhalte Status 410. Damit ist dieses Video zu Ende. Ich hoffe, Sie konnten meinen Ausführungen folgen und bis zum nächsten Mal, Ihr Quarin.